ich habe einen Haufen interessanter Dinge gefunden in der Ecke dort. Das am wenigsten interessante ist eine Senftube, abgelaufen im Jahre 1991. Das ist wahrscheinlich das Neueste von dem, was ich gefunden habe. Aber das wird ein separates Video, weil das ist sehr interessant. 61. Der Stuff hier ist über 60 Jahre alt. So, folgendes. Ich habe jetzt Ewigkeiten nichts mehr aufgenommen, weil ich war immer so einen kurzen Moment dran, weg, kurzen Moment dran, weg, kurzen Moment dran, weg. Deswegen habe ich immer nur so ein bisschen was gemacht und die Kamera gar nicht erst angefangen. Ich habe die die Verteilerdosen überall durch die Decke genommen und die Kabel eingezogen, die noch übrig waren. Hier ist eine Steckdose mehr mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich letztes Mal war. Die Lampen sind alle wieder hier drin jetzt. Die habe ich ja auf die Decke draufgelegt gehabt. Die provisorischen. Ich habe hier vorne schon mal ein, zwei Bretter hingetan. Werde ich aber wieder Zeitraffer machen, sobald ich da weiterfahre. Das war so, weil ich nicht genau wusste, wie ich da will. Da habe ich ein bisschen angefangen. Aber jetzt gerade, ich habe aktuell Militärdienst. Es ist gerade Samstag und ich habe einen Moment Zeit. Also mache ich kurz weiter. Endlich müsste die Store auch gekommen sein, haben die gesagt, diese Woche kommt die, aber jetzt ist Samstag, das kann ich vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe, dass sie das mittlerweile eingerahmt. Doch, glaube ich, habe ich schon gesagt. Ein paar Glühbirnen und die Lampe vom Lunimart sind mittlerweile da. Ein bis zwei Tage Lieferzeit, hat einen Monat gedauert, habe ich erfahren, nachdem ich das zweite Mal angerufen habe. Also, Top Service, 1 von 6 Sternen. 1 von 5 Sternen, hoppla. KitKat. Zufrieden? Denk mal, ja. Anderes KitKat ist nicht so zufrieden. Ich möchte wieder rausgehen. Ne. Ja, ich lasse es gleich wieder raus. Ne. Ja, ich packe die jetzt aus und versuche mal die da einzutun. Dieses hier, das war schon mal kurz auf. Die Details dazu sind nicht wichtig. Auf jeden Fall haben wir hier drin das hier. Ich glaube, das sind Casual-Lampen, also so normale einfach. 8,5 Watt Birnen, also recht helle. Das sind recht helle, aber. Und dann halt die. Diese Retro-Lampen hier, die halt, ich finde die echt cool. Hin. Sollte die Lampe sein, die Deckenlampe Frankie. Sind wir gleich? Yep. So. Oh, ich hol kurz ein Messer. Ich würde jetzt ganz gerne hier aufmachen. White Cut setzt sich gerade auf die Kamera. Ja, genau hier sieht man schon mal ein Vorschaubild. Oh, das Holz sieht schon mal echt cool aus hier. Ach, Scheiße, was geht hier ab? Oh, sorry, White Cut. Der hat sich gerade am Karton erschreckt. By the way, die Lampe ist 20% in Rabatt gegangen. Eine halbe Woche, nachdem ich die gekauft habe.
Ja, die ist verstellbar. Das ist ganz cooles. Hier unten. Oh. Oh, das ist richtig schön verkabelt schon. Wow. Lol, wie gut das vorbereitet ist. So wie die Konstruktion aussieht, kann man da glaube ich sogar einfach nur dran ziehen. Yep, genau. Perfekt. Oh. Oh, das ist mega clean gemacht. Also zum einen kommt die natürlich in die Mitte von der und der Wand, das ist hoffentlich klar. Aber dann mache ich sie glaube ich nicht in die Mitte von der Decke, sondern ich mache sie auf Fensterhöhe. Also in der Mitte hier und da, auf Höhe des Fensters, irgendwie sowas. Ich glaube, das kommt besser als in der generellen Mitte. Aha. Was haben Sie zu Ihrer Situation zu sagen? Offenbar nicht. So, okay. Aua, aua, ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, so, jetzt aber wieder. Sobald ich alles habe, momentan fehlen mir noch Schalter, kommt natürlich von da, von der Phase, geht es zum Schalter und dann auf die Lampe. Ich schließe die aber jetzt schon mal direkt da an, damit man schon mal Licht hat hier und ich die hier wegnehmen kann. Heißt, jetzt sollte die Lampe eigentlich angehen, wenn ich den Schalter hole. Perfekt. Oh, das ist mega. Oh mein Gott. Oh, ich liebe die Lampe. Und die Birnen auch.
Ach, ganz ehrlich, ey. Ich habe gerade alles auf Schweizerdeutsch gelabert, jetzt kann ich das gerade nochmal machen. Ja, die Qualität des Videos hat extrem gelitten, weil für mich war die Priorität komplett einfach nur auf dem Fertigwerden. Ich will weiterfahren. Damit ich da endlich drin wohnen kann bald, weil mittlerweile zieht sich das ganz schön mit 3 Jahren. Und ich will einfach nur fertig werden. Also, nicht komme was wolle, egal wie schlecht das aussieht, einfach ich will jetzt vorwärts kommen und ja, ein bisschen zurückgehalten mit aufnehmen, weil das halt auch Zeit spart schlussendlich. Und zwar ist mir aufgefallen zum Abschluss dieses Videos hier gerade, ich habe das gar nicht mehr gezeigt hier, wo ich fertig war. Also hole ich das jetzt noch kurz nach. Da ist sauber einbetoniert, da hinten angeschlossen. So, ich bin schon deutlich weiter als dieses Video hier. Ich habe einfach lange nichts mehr geschnitten jetzt und dann nach 15 Minuten muss ich mal fertig machen hier. Okay, bis zum nächsten Mal, ciao.